die schönsten Momente sind eigentlich, wenn man erstmal sieht, wie die Kinder zu Jugendlichen werden, zu jungen Männern, zu jungen Frauen, irgendwann die Einsatzuniform anhaben, ihren ersten Einsatz fahren. Und das sind Momente, die bleiben, die gehen nicht weg. Ich bin der Jens. Ich wohne hier in Großkirchen im Ortsteil Kaja und bin 2013 am großen Hochwasser zur Feuerwehr gekommen. Setzt ab! Ich bin mittlerweile Gruppenführer, stellvertretender Ortswehrleiter und mittlerweile auch Stadtjugendwart. Weil unsere Jugendarbeit ist das Wichtigste, was wir uns leisten können, sonst können wir irgendwann zuschließen. Wir sehen es spätestens, wenn wieder das nächste Hochwasser kommt oder die nächste Katastrophe wie im Ahrtal. Wir brauchen uns alle gegenseitig. Und da hat jeder seine Fähigkeiten und seine Spezialisierung. Und die kann man super in Feuerwehr und auch in Ehrenamt einbinden. Unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr, da sind wir sehr stolz drauf. Das machen wir gemeinsam mit unserem Sportverein, der VfB Scharners Großkirchen. Konkurrenz belebt nicht nur das Geschäft. Konkurrenz ist wichtig. Die Kinder können überall hingehen, das stört uns doch nicht. Wir brauchen zum Schluss fitte Jugendliche. Die kriegen wir dadurch sehr gut sogar. Und das Grundsystem Feuerwehr funktioniert damit super gut. Wir haben ja gerade im Dorf viele Verbindungen geknüpft. Über die Feuerwehr, über den Sportverein. Da kann man sehr viel Spaß haben. Und vor allen Dingen, wenn man Hilfe braucht, bekommt man sie. Das Ehrenamt bringt ihn dahingehend weiter, dass man mal einfach mal über seinen Tellerrand hinausguckt. Man kommt mit Menschen in Kontakt, die haben auch andere Meinungen, die Meinungen sind wichtig. Unterm Strich lernt man sehr viel Neues kennen, man hat sehr viel Spaß, man kommt für sich und seine, vor allem seine Mitmenschen weiter. Und was wirklich schön ist im Ehrenamt, gerade im Bereich Feuerwehr, wenn man Menschen helfen kann. Das sind Erlebnisse, die vergisst man nicht.